Letztes Mal habe ich die Rhein-Neckar-Zeitung dabei gehabt. Heute nicht. Noch besser! Ist jemand da von der Rhein-Neckar-Zeitung? Kauf die RNZ nicht mehr. Weil die Rhein-Neckar-Zeitung nach meinem Eindruck nicht objektiv berichtet. Stattdessen wird hier subjektiv berichtet, Stimmung gemacht und eine Propaganda verbreitet, die schon wehtut. Also ich weiß nicht, wo Journalisten dann ihren Berufsethos, wo die das hernehmen. Ich bin irgendwie fassungslos. Es wird hier eine Impfpropaganda gemacht für den sogenannten kleinen Pieks. Und da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Lebenswirklichkeit was dazulegen. Also in meinem Bekanntenkreis, da ist im Frühjahr 2021 ein gesunder 54-jähriger Mann nach der Impfung verstorben. Die Familie ist fassungslos und am Boden zerstört, weil man hier auf diesen sogenannten Heilsbringer vertraut hat, der sich dann ja, ins Gegenteil verkehrt hat. Eine andere mir bekannte Person ist seit der Impfung halbseitig gelähmt. Ich leide da jeweils auch ganz persönlich körperlich mit. Und vielleicht macht das auch verständlich, warum ich gegenüber dieser Covid-19-Impfung von Anfang an sehr skeptisch eingestellt war. Von 3 niedergelassenen Ärzten habe ich erfahren, dass zum Beispiel Herz- und Gefäßerkrankungen und neurologische Erkrankungen häufige Folgen der Impfung sind, dass zum Beispiel bei vielen jungen Frauen die Monatsregel ausbleibt oder chaotisch unzyklisch wird, dass es häufig Thrombosen gibt und als eine weitere häufige unerwünschte Nebenwirkung ist das vielfache Auftreten von Gürtelrose nach der Impfung vermeldet worden. Und dann muss ich in der Zeitung lesen, dass die Pharmaindustrie jüngst eine Impfung gegen Gürtelrose auf den Markt bringt. Aber wie irre ist es dann eigentlich? Weil ich mich auch beruflich mit Personenschädigungen, der Frage nach der Haftung für solche Schäden beschäftige, bin ich da wohl auch besonders sensibel. Und im Servus-TV liefen gerade die Servus-Reportagen im Stich gelassen, Covid-Impfopfer und Covid-Impfopfer-Geschädigte, die es nicht geben darf. Kann man sich beides angucken? Liebe Rhein-Neckar-Zeitung in der Mediathek von Servus-TV, bitte schauen Sie sich das an. Ich denke, das ist Ihre journalistische Pflicht, wenn Sie objektiv berichten wollen, dass Sie sich da auch ein breiteres Spektrum aneignen diesbezüglich. Diese Menschen müssen auch mit anwaltlicher Unterstützung mühsam für ihre Rechte kämpfen. Wer haftet für die Folgen? Die Pharmaindustrie hat sich in den Verträgen ja von jeder Haftung befreien lassen. Ich finde es unerträglich, dass das in den Medien und gesellschaftlich so gut wie überhaupt nicht diskutiert wird. Diese Menschen werden wirklich mit ihrem Schicksal allein gelassen. Dass viele Kinder und Jugendliche Selbstmordgedanken äußern und die Psychiatrien und psychologischen Beratungsstellen aus allen Nähten platzen, steht auch nicht in der Rhein-Neckar-Zeitung. Ich werde die Rhein-Neckar-Zeitung vielleicht dann wieder kaufen, wenn sie auch die Schattenseiten der sogenannten Covid-Impfung, wenn sie darüber berichtet, als auch über die durch die Covid-19-Impfung Geschädigten.
Eins vielleicht noch bis. Ich habe gestern mal noch ein bisschen mir die Zeit genommen, auch in Vorbereitung auf heute. Der FDP-Vize Kubicki, ist ja mal immerhin so vernunftsbegabt, dass er sagt, mittlerweile seit Omikron ist diese sogenannte Impfung eigentlich obsolet. Der Impfstatus ist völlig irrelevant. Es ist völlig unerheblich, ob jemand gar nicht geimpft ist, einmal, zweimal oder geboostert oder sonst irgendwas. Es kann sich jeder anstecken und es kann auch jeder dieses Virus weitergeben. Also, der Gesundheitsminister hat im Januar 544 Millionen Impfdosen gekauft. Bei 83 Millionen Einwohnern ergibt es pro Nase nochmal 6,5 Impfdosen. Wo wollen wir denn, wo soll dieser Irrsinn hinführen? Noch ganz kurz, dann bin ich fertig. Ich habe hier auch noch diese Eilentscheidung, Bundesverfassungsgericht, habe ich mal ausgedruckt, habe mich damit auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Es ist, ja, im Moment ist ein Antrag auf einstweilige Anordnung der Aussetzung des Gesetzes, des Vollzugs dieser sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt worden. Das ist aber noch lang jetzt kein Ergebnis in der Hauptsache. Und ich denke mal, in der Hauptsache wird da nochmal ganz anders hingeleuchtet. Da kommen auch Sachverständige noch zum Thema gehört. Und ich bin mir sicher, dass da bis dahin noch viel mehr auch an Impfschäden auftritt. Ja, dass man dann vielleicht auch mal sich selbst die Frage stellen muss, kann man denn wirklich jemanden, der sich bewusst gegen die Impfung entscheidet, in die Spritze nötigen? Ja, kann man sich diese Verantwortung auferlegen als Politiker? Und es gibt offensichtlich mittlerweile noch mehr als den Wolfgang Kubicki. Der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg hat gestern gesagt, er fühlt sich moralisch und ethisch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesetzt wird, weil die Menschen, die seit März 2020 an der Front stehen und auch die sich jeden Tag, wenn sie ungeimpft sind, testen lassen und dafür sicherstellen, dass sie dieses Virus nicht weitergeben, dass man die jetzt quasi in den Hintern tritt, das kann er vor sich selbst und vor seinem Gewissen nicht mehr moralisch verantworten. An alle, die hier von dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht persönlich betroffen sind, ich bin es zum Glück nicht, aber ich leide da auch körperlich mit, haltet durch, ja, haltet durch. Ihr müsst jetzt nur aufpassen, also wenn die Arbeitgeber irgendwie kommen, euch unter Druck setzen, geht zu dem Anwalt eures Vertrauens, lasst es euch nicht gefallen. Sollte in irgendwelchen Briefen irgendwas wie Kündigung drinstehen, es ist 3 Wochen Zeit, dagegen was zu tun. Ja? Lasst es nicht wirksam werden, sondern wehrt euch dagegen. Und wenn irgendwelche Bescheide kommen vom Gesundheitsamt, dass man Betretungsverbot und sowas, Widerspruch einlegen. Ja? Wir beschäftigen diesen Apparat so lange, wie es das braucht. Danke euch.